So, heute geht's um die Biker. Schlechte Nacht in das Lager der Lost. Schau dir Wachen aus und bring die Verwagen zu Ron. Wieder mal Medikamente, ey. Das ist das, was wir heute uns angucken. So. Meine Partymitglieder. Einladungen sind raus. Habe ich zu sehen. Mhm. Ich habe ihn frei. Ich bin da. Ich bin da. Wer noch? So, wenn alle dann ihr Zeugs haben, dann starten wir. Okay. Dann losgehen. Okay. Ja. Dann geht jetzt los. So. Okay, Markus und Bibi noch, dann haben wir alles. Wie machen wir es? Fahren wir mit einem Auto oder zwei Autos? Wir müssen eh zu einem Ort, deswegen würde ich sagen, fahren wir mit einem. Wir haben dasselbe Ziel auch. Ja, ja, wir müssen halt in das Lager da unten, ja. Wir müssen nicht sogar noch zwischendurch mit dem Boot fahren, ein kleines Stück, kann das sein? Dass wir zum Strand Nein, müssen oder dann ist Camping unter der Brücke ist das so ein Obdachlosenzelt. Hä? Ja, egal. Hey. Achso, ich sehe vier Sitzer. Thomas, kommst du uns mit in die ins Auto oder nicht? Trevor will wieder. Er freut sich wieder über neuen Stoff. Aber ich fand den cool als Charakter, muss ich sagen. So. Kennst du die Videos von dem Synchronsprecher? Ich hatte mal irgendwas in den Vorschlägen drin, ja. Der ist wirklich, der kann. Der sieht exakt genauso aus. Ja, die sind tatsächlich der auch. Der kann echt auch genauso. Ja, die haben tatsächlich die Figuren echten Leuten oder echten Schauspielern irgendwie nachempfunden. Und der Franklin, der Sprecher, das ist der Cousin, glaube ich, von dem Typen, der CJ von San Andreas gesprochen hat. Ach Gott, kann sein, keine Ahnung. Ja, ich hab mir halt ein paar Videos angeguckt. Na gut. Das geilste Video ist, wo die Sprecher von Trevor, Michael und Franklin auf so einer Comic-Con sind. Und da ist so ein Fan, geht so ans Mikrofon und sagt hier, Trevor, kannst du mich mal beleidigen? Kannst du mir sowas sagen wie, ihr fickt dich selber oder so? Und dann steht er wirklich auf und geht so in den Trevor-Gang zu ihm hin, so, geh dich selber mit!
Teil, wie gesagt, ich mag ihn einfach. Ich habe am Anfang tatsächlich das erste Mal GTA gespielt. Aber wirklich 1:1, als wäre er Trevor, mit demselben Gang, mit derselben Art. Ja, 1:1. Ich hab ein bisschen Angst vor ihm gehabt, weil ich dachte mir, ja, der ist ein bisschen komisch, der Typ. Aber bin ich ehrlich, wenn man mal so ein bisschen bei ihm nachdenkt, der ist eigentlich total die arme Socke. Weil der hat keine Freunde, keine Freundin. Der will einfach nur Zuneigung haben. Ach, so ein bisschen. Stimmt, das ist das mit dem Boot, ich hab das verwechselt. Ja, wollte gerade sagen, wir müssen noch nämlich darüber. Aber das Boot braucht man ja nicht, wir können mit dem Auto rüber. Kann aber wenn die Mission sagt, wir müssen das Boot benutzen, müssen wir halt das Boot benutzen. Ja, man kann Dinge halt auch abkürzen, man kann auch die letzte Mission abkürzen. Ich weiß ja, das. Ja, aber du weißt, dass manche Sachen aktiviert sein müssen, dann steht dann da, steigt wieder in das... Es geht erstmal darum, Waffen zu holen. Sind die jetzt die Waffen hier drin, oder? Ja, in der Garage sind die. Ich hoffe, dass ich euch das nichts wegnehme. Ach so, ja. In der Garage. Ich sehe die hier vor der Garage sind die. So. Und jetzt zum Dingi. Ja. Genau. Das sag ja, das war das mit dem Boot. Du musst halt da irgendwie rübersetzen. Ich würde das schon immer machen, wie das Spiel das irgendwie vorschlägt. Ja, nee, es geht auch gar nicht anders. Wenn du jetzt nicht ins Ding steigst, kriegst du das mit dem nächsten Missionsteil nicht. Ja. Das ist einfach so. Warte, jetzt. Let's go. Was steht denn da noch rum? Thomas, mach nicht einen Moonwalk, weil das Ding hier. Was denn? Ich mach doch keinen Moonwalk. Das wird sowieso nicht, aber die machen das schon. Was denn? Na, ungesehen. Das ist halt dann die Mission, ist dann, dann ist halt die Mission gefehlt. Theoretisch brauchst du da eh nur zwei Leute eigentlich für die Mission. Die anderen meinen, müssen dann nur ein bisschen Ruhe machen. Also genau der, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen. Ja? Macht das so? Ja, schauen wir mal nicht. Ich meine, wir fehlen wahrscheinlich jetzt eh erstmal 10 Mal und dann kommen wir auf die Idee, ey, wir könnten die uns mal absprechen. So. Einen habe ich schon mal. Ja, meine Augen. Ich habe das gleiche Problem gerade mit der Sonne. Die mir so ein bisschen hier reinsteht. Ich muss gleich was Laken wieder davor hängen. Ja, ich weiß, was du meinst, was du dir gerade denkst. Keine Sorge. Alles gut. So. Kriegt ihr es hin oder soll ich dann mithelfen? Wie deiner? Ich habe auch einen jetzt. Wir werden sehen, wie wir es hinkriegen. Ich sehe ihn nicht. Ah, hier sind zwei. Ich hab
Hab ich. Ich hab hier, wo ich stehe, zwei Stück. Ich bräuchte mal jemanden. Wer steht denn da hinter mir, bitte? Thomas. Komm mal bitte her zu mir, Thomas, bitte. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich muss noch mal. Ja. Geh mal bitte mit dem Scharfschützgewehr ran und da siehst du ja zwei Stück stehen. Was machst du da? Du siehst ja da zwei Stück stehen, ne? Ja. Kannst du mal den rechten bitte anvisieren? Noch nicht schießen, bitte. Nee. Nur geradezu stehen die. Ich sehe die nicht. Die stehen direkt geradezu an dem Haus. An dem Auto. Wir stehen eigentlich quasi direkt vor dir. Der vordere jetzt bei mir, hä? Ich brauche jemanden, der den rechten anvisiert. Ich hab den rechten. Du hast den rechten. 3, 2, ja. Erzähl mal drauf, bitte. Ja, hab ich. Okay, 3, 2, 1. Sehr gut, das meinte ich. Okay, sehr gut. Sind eh nicht mehr so viele, ne? Also 4 müssen es, glaube ich, noch sein. 3. 3. 4, 4. Irgendwo sind 2 aufeinander. Der denn? Ich sehe den nicht. Der Einzelne, der da steht, der wo, steht immer einer direkt daneben. Ah, hier. Hab ich? Ja. Irgendwo stehen zwei aufeinander. Alter Käfer, hast mich jetzt mal hier schon. Das war gar nicht gut. Hab ich. Nur noch 2, die sich direkt angucken. Ja. Warte mal. Ich guck mal, ob ich den einen wieder von sehe. Ich komme mal außen rum. Ja, hier. Hat einer den Offizier? Den einer von rechts, links, wie auch immer? Warte doch mal. Ich muss mich erstmal in Position bringen. Welchen hast denn du? Links. Links? Ja. Warte, dann muss ich mich ein bisschen anders hinstellen. Also der quasi in meine Richtung guckt. In unsere, ja. Ich bin hier der. Ja. Okay. Ich habe den, der in meine Richtung guckt. Warte. Also die bewegen sich immer so viel. Ja, der eine mit der Bier. Ich habe den einen ohne Bierflasche. Der eine hat eine Bierflasche. Ne? Hä? Ja. 3, 2, 1, Feuer. Sehr geil. So, jetzt ist das Fahrzeug suchen. Hab einen. Hier bei mir stehen sie beide. Ja, die kommen. Darf ich schon raus? Soll ich schon rausfahren mit dem einen? Ja. Okay. Vorsicht, nicht mich rausfahren. Ja, ich hatte dich schon gesehen und ich schalte gerade auch die Raketen ab. Okay, bitte jetzt mal nicht mit den Raketen drauf schießen. Einfach mich mal gerade rausfahren lassen. Ich hab den anderen. So. Nein, das war ein Scheißschein. Aua, das war blöd. Ich baue rein. Das war natürlich nicht clever. Okay, wir fahren.
One? Ja. Okay. Bleibst du dein Ding da? Oh. Ja, ich muss dort abliefern. Ich höre euch mit Raketen irgendwo. Dabei bräuchten wir eigentlich eher hier Deckung bei der Fahrt, weil wir hier auch angegriffen werden. Aber richtig, wir haben ja. Wir haben noch 3,8 Kilometer. Jemanden gerade überfahren. Ja, ist doch gut. 2,7. Oh Gott. Markus, wir könnten uns von der Straße ein bisschen abweichen, wenn das irgendwie möglich ist. Weil dann haben wir nicht viele Gegner. Alles gut, ich krieg das hier schon hin. Ja, ja, ich auch. Bei mir sieht's gut aus. Ich habe halbe Leben noch ungefähr. Momentan sieht es auch ganz gut aus. Ich bin gleich da. Ja. Ich habe auch noch einen Kilometer jetzt. Sieht gut aus. Och man ey, diese scheiß NPC immer. Naja, wie gesagt, so habe ich eben halbe Leben verloren direkt in der Dings. Aber ich bin direkt hinter dir, alles ist gut. Geh runter, Markus. Ja, ich weiß, ich frage mich eh, warum das Pfad hier oben lang führt, aber naja. Okay. Perfekt, Leute. Super. Und das beim ersten Mal, weil einfach ein bisschen Koordination und Ernsthaftigkeit mit drin war. Aber war es schlimm, dass ich dann mit den Raketen da hinten geballert habe? Ich habe euch ja nicht getroffen. Ich habe nicht gesagt, dass es. Das war jetzt auch nicht schlimm, alles gut. Jetzt war es eh scheißegal. Wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Aber die Raketen haben ja auch einiges. Na, alles gut. Wir hatten da vorne ein paar Gegner, aber wir haben es hingekriegt. Und das ohne Teamleben zu verlieren. Das Kostüm habe ich auch. Welches? Okay. Helden habe ich auch. Mhm. Yay, wir haben es mal. Ich habe Gold. So. Das war's. Ja, das war der Teil jetzt, ja. So, dann hüpfe ich jetzt wieder mein Automobil und dann geht's zum. Wo hab ich denn mein Auto hingestellt? Ach hier. Dann fahre ich jetzt wieder zurück zum
Appartement und dann geht's gleich weiter. Aber wie gesagt, wir haben es einfach mal hinbekommen, mit Ernsthaftigkeit und Koordination in diese Mission ranzugehen. Und das hat jetzt gerade einfach auch dafür gesorgt, dass wir es beim ersten Mal geschafft haben. Irgendwas explodiert wieder. So. Gut. Gehe ich jetzt in mein Apartment. So.